Vollgas mit schnellen Sportwagen. Das lieben Rennspieler. Wenn da nur nicht die blöde Polizei wäre. Nur ist die in Crash Day leider öfter mal mit von der Partie. Moment mal, sagen Sie jetzt ein Rennspiel? Diese Strecken sehen doch sehr baukastenmäßig aus und der Wagen verhält sich doch alles andere als realistisch. Stimmt, den Realismusanspruch haben die Entwickler von Moonbyte auch gar nicht. Crash Day lehnt sich eher an Trackmania an. Fahrspaß steht im Vordergrund, der Rest ist eher nebensächlich. Das kann man auch an dem MG erkennen, das ich da links an den Wagen montiert habe. Das kommt aber später noch zum Einsatz. Jetzt muss ich erstmal der Polizei hier entkommen. Im Karrieremodus gibt es etliche Aufgaben zu erfüllen. Zum Beispiel hier diese Stunt-Aufgabe. Das heißt, du müsst auf einem Parcours besonders coole Kunststücke machen. Und los geht's über wilde Schanzen und Loopings. Die können Sie übrigens im beigefügten Editor auch selber basteln. In diesem Modus spielen wir im Team. Das heißt, in jeder Mannschaft sind drei Autos und das Team, das als erstes 80.000 Punkte erreicht, hat gewonnen. Zum Glück kommt es bei den Stunts nicht auf eine saubere Landung an. Es macht nichts, wenn wir hier die Scheiben zersplittern. Für dieses Video habe ich mir ausschließlich KI-Kameraden und Gegner zugeschaltet. Im fertigen Spiel können Sie natürlich alle Modi auch mit echten menschlichen Gegnern im LAN fahren. So, da vorne den Looping, der schaut verlockend aus, den gehen wir jetzt mal an. Tja, bloß der Anlauf wird nicht ganz reichen, schnell noch den Nitro zugeschaltet, aber wird nix. Tja, der Wagen ist wohl dann langsam mal hinüber. Neuer Versuch von der anderen Seite, jetzt mit richtig Anlauf. Aber auch da, verlenkt und alles ist draußen. Naja, egal, gibt ja noch andere Spielmodi. Zum Beispiel hier den Pass the Bomb Modus. Also gib die Bombe weiter. Tja, und das macht der Gegner hier gerade. Er hat uns die Bombe per Crash aufs Autodach befördert. Jetzt haben wir nur noch eine Chance. Wir müssen das Ding ebenfalls per Crash so schnell wie möglich weitergeben. Tja, mein Freund. Jetzt hat er ihn wieder. Jetzt warten wir mal genüsslich die Explosion ab. Paff, das war's, der Gegner ist hin und weil die Bombe wir vorher hatten, bekommen wir sogar 2 Punkte. Nächste Runde, mal sehen, wer jetzt die Bombe aufs Dach montiert bekommt. Aus Platzgründen können wir Ihnen hier übrigens nur eine Auswahl von Spielmodi zeigen. DVD Plus Abonnenten finden dafür auf der zweiten DVD noch jede Menge Zusatzmaterial mit den weiteren Spielmodi wie Hold the Flag oder Wrecking Match. Ups, inzwischen hat der Gegner uns die Bombe untergejubelt, die müssen wir jetzt so schnell wie möglich wieder loswerden. Wir merken schon, so ein Spielmodus wie Pass the Bomb ist ideal geeignet für LAN-Partien. So, die Bombe sind wir los, jetzt können wir darauf warten, bis der Gegner explodiert. Ah, verdammt, jetzt hat er sie uns doch noch in letzter Sekunde untergejubelt. Ich glaube, jetzt gibt's keine Rettung mehr. Ganz ehrlich, mit der Vorabversion von Crash Day hatte ich schon mehr Spaß als mit Trackmania Sunrise. Klar, die Strecken sehen sehr baukastenmäßig aus und die Häuser erinnern am Bastelbogen-Look. Aber hey, das Ding macht Spaß und darauf kommt schließlich an. Außerdem versprechen die Entwickler, dass sie kleine Nicklichkeiten, wie zum Beispiel die doofe KI oder etwas zu lange Runden, bis zum Release noch ausbügeln.